Hey Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Uns fehlt noch ein 6A Frameshift Antrieb. Den müssen wir mal noch irgendwo her beschaffen. Eventuell hier drüben. Ich weiß nicht. Irgendwo ein System mit einer Milliarde vielleicht. Also einer Milliarde Einwohner. Hier oben vielleicht. 13,5. 600.000. 2,5 Millionen. 20. Der Rabatt gilt ja wohl in jedem kontrollierten System von ihm, ne? Ich meine, jetzt kommt es auf den letzten Frameshift-Antrieb nicht drauf an, wenn ich da jetzt keine Prozente drauf kriege. So, wie sah es hier drüben aus? Ja, komm. Dann lass uns mal nach... Ah ja, erschlossen von Li Yongrui. Dann lass uns mal dahin fliegen. Den muss es ja schließlich irgendwo geben. Ja, danach, wenn wir den, sobald wir den haben, geht es dann ab zur Frau Fas hier. Sie wird uns dann... Was wird das hier von? Dicke T9 Transporter. Oh, Scan-Datenbanken unter Verschluss erhalten. Ha, das ist so ein Zufall. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was wir noch brauchen an irgendwelchen Materialien. Da müssen wir erstmal. Ui, da habe ich aber einiges. Guck mal. 980 von 1000? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Account hier so voll ist mit den Materialien. Jedenfalls, wie wir den 6A Frameshift-Antrieb haben, geht es zur Frau Felicity Fasier. Und da müssen wir nochmal gucken, was wir halt alles so brauchen für die 3 Module, die ich da gerne verbessern möchte oder einfach verändern. Die Sensoren, die muss ich jetzt nicht unbedingt auf Leichtgewicht pimpen. Das macht bloß ein bisschen aus. Also bloß eine geringe Sprungreichweite mehr. Irgendwas um 0,Bereich. 0,4, 0,5, 0,6 Lichtjahre oder so. Höchstens. Tja, gucken wir mal. Ist das ein unbekanntes System jetzt, ja? Na, sehr schön, da können wir doch das erste Mal den Aufklärungsscanner benutzen von der Anaconda. Und, oh, guck mal, 40 Objekte. Das ist natürlich eine feine Sache. Kriegt mal ein paar Wasserwelten dabei. Komm, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Können wir noch ein bisschen Geld machen. Mir gefällt das eigentlich echt mit der Lackierung. Also ich finde die nicht schlecht. Weiß jetzt noch nicht, was ihr dazu sagen werdet, aber... Oder? Hat was. Genau. Und je nachdem, was so fehlt von der Frau Fasier, können wir dann ja wieder verschiedene Sachen von Death's Hope holen. Habe ich ja noch hier gespeichert unter Materialien. Das ist auch nicht so weit weg, bloß so irgendwie um die 100 und ja, hier 130 Lichtjahre vom aktuellen Standpunkt aus. Also gar nicht so viel. Jetzt habe ich wieder zu lange gebraucht. Mann, jedes Mal in der Aufnahme ist das immer dasselbe. Na komm, dreh dich. So. Genau, da würden wir dann wieder nach Death's Hope fliegen und dort einfach so die Sachen einsammeln, die uns halt fehlen. Wahrscheinlich ist es hier drüben deswegen noch so voll. Muss mal schauen, was ich da im Überfluss habe. Genau. Die eine Wasserwelt, schon bekannt. Ach, guck mal an. Ey, guck mal, das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte gerade, was steht denn jetzt hier normalerweise? Diese Welt wird derzeit terraformiert. Ich gehe kaputt. Na komm, dann nehmen wir die zweite auch noch mit.
Was? So weit weg? Ach so, entgegengesetzt. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, nee, alles klar. Passt schon. Wir müssen ja auf die andere Seite der Sonne fliegen. Wird derzeit terraformiert. Okay. Ist es mit dem Mars auch so? Denn der Mars hier im See... Also im Ach, ich glaube, ich kann ja noch gar nicht... Ja, doch, können wir. Ich kann noch nicht rein, aber ich kann reinschauen. Hm. Denn der Mars hier im Spiel sieht nämlich auch ein bisschen anders aus. Hier. Ach, der wurde schon zu einer erdähnlichen Welt gemacht. Steht auch da. Diese Welt wurde terraformiert. Ah, das ist ja interessant. Da würde ich eigentlich auch gern nochmal hin. Müsste ich mir aber ein paar Ränge erarbeiten bei der Föderation, da habe ich keinen Bock drauf. Na gut. Schade, mit dem Account komme ich da noch nicht rein. Mit dem anderen schon, da können wir auch mal nach Sol fliegen und dort irgendwas machen. Aber mit dem hier, da klappt das noch nicht. Hm, Mist. So, jetzt aber hier mit hinreichend Bremskraft und frühzeitig vor allem. Okay, ich habe gerade sowieso Drosselung aufgegeben. My cut luck. Ich habe nichts dabei, verpiss dich. Hier, einmal Düppel für dich. Könnte ich gerade noch so abwerfen. Na komm, scan das zu Ende und dann springen wir weiter ins nächste System. Ich wollte jetzt hier keine kleine Explorer-Tour draus machen, aber wenn wir schon mal dabei sind, haben wir sie wenigstens direkt mal eingeweiht, unsere Anaconda. Namenstechnisch ist noch nichts passiert, da ich die Folgen gerade hintereinander aufnehme. Ja. Weiß nicht, ob Lightning, ob das so reicht oder ob ich da irgendeinen Zusatz. Keine Ahnung, ich selber bin da meistens recht unkreativ bei mir selber. Bei anderen, da fällt mir das leicht, aber bei mir selber, wenn ich mir da was ausdenken muss, da kommt immer nicht viel zustande. Wahrscheinlich würde ich mein Schiff einfach Schiff nennen. Oder Schiff. Anaconda-Schiff. Schiff. So, halt. Das ist ja mal komplett in die verkehrte Richtung. Lannister Ring. Na, dann schauen wir doch mal. Auf alle Fälle ein Hightech-System. Und so viel Pech können wir eigentlich kaum haben, dass wir hier in einer Tour bloß auf höchstens einen 6B-Frameshift-Antrieb treffen. Das Problem ist halt mit den Rängen bei der Föderation. Na gut, wir sind schon Rang-Rekrut. Ich weiß gar nicht, ob wir hier... Wir haben keine einzige Autorisierung. Welcher Rang war das bei der Föderation? Rang 4? Rang 4, Rang 5. Um ins Sol-System zu kommen, um das freizuschalten. Nö, mache ich nicht. Da habe ich wirklich keinen Nerv zu. Wobei wir woanders vorbeigucken können. Ich würde am liebsten ja auch mal ein bisschen, endlich mal auch ein bisschen Polonium mitnehmen. Ich habe ja auf der... Ohne Scheiß, auf der ganzen Reise nicht ein einziges Mal Polonium gefunden. Ich habe auf etlichen Planeten angehalten, bin dort mit dem Buggy zig Kilometer rumgedüst
und habe alles Mögliche gefunden, aber kein Polonium. Was sich noch erinnert, wir hatten mal ganz am Anfang, als es mit den Materialien eingeführt wurde, war Polonium das einzige und das letzte, was mir noch in der Liste gefehlt hat, was ich nie gefunden hatte. Und da stand auch noch nicht, das war nämlich erst, das kam erst später dazu, da stand nämlich bei den Planeten nicht da, was man finden kann. Das kam erst, ich glaube, direkt im nächsten großen Patch dazu. Und da durfte man halt raten, was es wo gibt. Also, ja, hast halt einfach Pech gehabt, musstest halt einfach suchen und hoffen und Glück haben, wo man das denn nun findet. Und jetzt suche ich gerade, wie ich am besten anfliege. Da unten. Achso, ich könnte schon reinspringen, aber ich versuche mal noch den Anflug. Ui. Bisschen besser hinzukriegen. Ja, komm. So reicht's. Jo. Okay. Drück die Daumen. Jawohl. Landeerlaubnis bitte. So, nicht, dass wir wieder Ärger von der Schiffsstimme hier bekommen, dass wir langsamer werden sollen. Landeplatz 17 ist direkt hier vorn. Okay. Hier ist auch wieder Disco. Das finde ich mal ganz nett. Es war am Anfang, also Vanilla, das Spiel, ich sag jetzt mal 1.0 bis 1. irgendwas, gab es ja gar nicht so viele verschiedene Stationen. Also schon, gab schon verschiedene. Aber so von der Aufmachung her, da war das höchste der Gefühle mal, es gibt ja diese weißen Stationen, die innen drin so komplett weiß sind und so mit Palmen und so ein Kram. Das war dann schon mal was Exklusiveres, was du so selten gesehen hast. Aber mittlerweile gibt es ja einige verschiedene Stationen, Stationstypen und Stationsaufmachungen. Auch das hat sich ja echt verändert in den letzten, ja, oh Gott, man kann ja mittlerweile sagen, in den letzten Jahren. Dezember wird das 3 Jahre alt, ey. Tja, hätte ich damals nicht gedacht, dass mich das Spiel so lange bei Laune hält. Überhaupt nicht. So. Daumen drücken. Beide. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Da ist er. So. Genau. Wir kommen jetzt auf genau die Werte, die mir auch Coriolis anzeigt. Wunderbar. Ja, das hätten wir. Sehr gut. Achso, ich wollte gerade sagen, guck mal, das System mit den beiden Wasserwelten. Die zwei Wasserwelten haben schon 800.000 gebracht. Na gut, geben wir woanders ab. Dann heißt es ein Routeplan zur Frau Fasia. Ja. Okay, es ist so typisch, ne? Genau die entgegengesetzte Richtung. Dekiat. So, Frau Fasia dann nach rechts oben und hier links Hyades Sektor. Das ist Death's Hope, wo wir die ganzen Materialien bekommen würden. So, dann lass uns mal los. Ja. Natürlich ganz, ganz sachte raus. Was man natürlich, wenn man vielleicht noch neu im Spiel ist, erstmal vielleicht üben sollte oder wenn man das noch nicht so raus hat, einfach immer erstmal gerade ausrichten mit den Schiffen zum Briefschlitz und dann einfach rausboosten. Das ist immer ein tolles Gefühl. So, wie viele Sprünge? Es dürfen nicht so viele sein. 5 Sprünge und schon das nächste System ist wieder unbekannt.
Ja, vielleicht können wir da nochmal zwischendurch einfach mal ein bisschen noch scannen. Und wir haben jetzt noch 22,5 Millionen. Das heißt, naja, wenn wir die Daten noch abgeben, die Explorer-Daten, sind das ziemlich genau dreimal die Versicherungssumme. 8 Millionen Versicherungen, das ist natürlich krass, ne? Schon relativ hoch. Auf dem anderen Account wäre es ein bisschen weniger, da das noch ein Beta-Account ist und man dort 1% weniger Versicherungen bezahlen würde, als jetzt hier auf dem normalen. Wie war das? Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber habe ich schon oft genug, deswegen kann ich das jetzt auch noch rausposaunen. Man zahlt, oder das Schiff ist zu... Nee, wie war das denn? Also es gibt Unterschiede zwischen den normalen, in Anführungsstrichen, Spielern, die das Spiel erst nach Release gekauft haben, dann die Spieler, die das zu Beta-Zeiten gekauft haben und die, die das zu Alpha-Zeiten gekauft haben. Da ist jeweils immer noch mal 1% mehr versichert vom Spiel. Ach genau. Normale Spieler, ich glaube, da sind 95% Schiffsversicherung, Beta-Spieler 96% Schiffsversicherung und Alpha-Spieler 97%. Also das macht 1% aus. Das ist natürlich bei den großen Pötten, kann das schon mal 1 Million oder mehr sein. Aber ja, passt schon. Das ist jetzt nicht so die Masse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Denn gerade, ja, irgendwann hat man halt wirklich viel Geld. Warum? Könnte ich jetzt nicht einfach sagen, okay, also dass es mir überlassen bleibt, was ich für eine Versicherung im Spiel für mein Schiff habe, dass ich jetzt sage, okay, pass auf, ich zahle halt im Spiel monatlich oder wöchentlich irgendwelche Credits und habe dafür halt noch eine bessere Versicherung, meinetwegen. Ich meine, das ist vielleicht jetzt als Explorer nicht so interessant, da kann ich meinetwegen die billigste Versicherung haben, weil da das Platzen eher unwahrscheinlich ist, als bei einem PvPler zum Beispiel. Da kauft sich meinetwegen eine höhere Versicherung oder versichert das Schiff höher und zahlt dann halt weniger. Also im Endeffekt, also zahlt eine geringere Versicherungssumme, aber dann meinetwegen einen wöchentlichen oder einen monatlichen Beitrag. Das muss ja nicht so wahnsinnig hoch sein. Also das soll jetzt nicht in Unsummen ausarten, aber ich meine, du zahlst ja so. Ich frage mich, also die Versicherung im Spiel, die kann nur miese machen, echt. Die kriegt ja wirklich, die hat Einnahmen durch Beiträge sind gleich null. Oder wie wird das finanziert? Oh ja, das ist auch relativ selten, ein System mit mehreren Objekten, wo man dann wirklich auf jeden Planeten landen kann. Hatte ich auf der Rückreise auch bloß ein einziges System, auch mit mehr als 10 Objekten und davon jedes Land, boah, ich glaube 14 Objekte waren das. Ja, hier in dem Fall waren es jetzt 12 plus die Sonne. Oder bekommt die, oder wird da Geld an die Versicherung gezahlt, wenn ich irgendwo ein Schiff und Module kaufe, dass da irgendwo was abgezwackt wird. Man weiß es nicht. Aber so ein bisschen so das System fände ich ganz geil, dass man einfach, ja, allgemein finde ich ja, es sollte immer in Spielen, wo man irgendwann, wenn man lange genug dabei ist, ob das hier in dem Spiel ist oder in irgendeinem anderen, meinetwegen Online-Rollenspiel, auch damals in WoW, ich hatte so viel Gold, so viel Kohle, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Schon zu Vanilla-Zeiten hatte ich 1000 Gold damals, was nie einer ausgeben konnte und was auch damals sehr viel war, heute natürlich nicht mehr, aber ich meine halt irgendwas, wo man meinetwegen, wenn man darauf Bock hat, einfach regelmäßig sein Geld lassen kann und wenn es nur hier, da oder da ein erhöhter Frachtraum ist, dass ich halt sage, okay, ich zahle halt die Woche, weiß ich nicht, 100.000 Ingame, habe ich irgendeine Taste gedrückt, 100.000 Ingame-Credits und habe dafür statt 1.000 Materialien, Frachtplätze 5.000. Ne? Oder dann halt so gestaffelt in verschiedenen Kategorien, was weiß ich. Oder halt irgendwo ein Lagerplatz, dass ich irgendwo Waren zwischenlagern kann, meinetwegen irgendwelche Metallegierungen oder irgendwelche Alien-Ressourcen oder Targuin-Ressourcen. Tja. Irgendwie sowas, dass man halt ja so ein bisschen einfach das Geld loswerden kann, was im Überschuss da ist. Allerdings
dürfte das halt keine neuen Spieler benachteiligen. Also das dürfte nicht sein, was zwingend notwendig ist, um das Spiel zu spielen. Was halt von Anfang an einem auf den Sack geht, sondern dann eher so optional zum Endgame irgendwie hinzugefügt wird. So, so würde ich es machen. David. Na? Wir hatten ja schon, das haben schon einige Leute von euch immer mal zwischendrin so mit vermerkt oder bemerkt, dass wenn wir irgendwas mal immer so diskutiert hatten oder ich dann immer wieder angesprochen hatte und oder drauf eingegangen bin, wenn jemand was in den Kommentaren geschrieben hatte, dass dann später das tatsächlich auch so kam. Ich weiß noch damals mit den Betas, als die Sache mit den Materialien eingeführt wurden. Hier, 1000 Plätze, 500 Plätze, das war ja mal viel, viel weniger. Das ist ja schon drastisch mal erhöht worden, aber immer noch zu wenig meiner Meinung nach. Und auch damals schon gesagt, ja, hier kommen, das kann erhöht werden oder was. Und zack, nächster Beta-Patch, war es mehr. Natürlich juckt das die Entwickler nicht, was wir hier reden und schreiben. Die gucken da höchstens mal auf englische Forum oder man kann denen auch E-Mails schreiben, ganz nette E-Mails mit gut ausgearbeiteten Anmerkungen und Vorschlägen. Aber sonst juckt die das ja nicht. Aber wir hatten da immer einen guten Riecher für, sag ich mal so, was wir oder was man sich eventuell wünschen könnte, was realisierbar ist und oft kam das dann auch mal so, dass dann einfach mal dahingehend auch glücklicherweise was geändert wurde. Es soll sich auch irgendwas mit 2.4 jetzt am Donnerstag Richtung Powerplay nochmal ändern, dass wohl auch der PvP mehr Einfluss aufs Powerplay hat. Was es genau damit auf sich hat, kann ich nicht sagen, dass ich kein PvP mache, weil mir das nach wie vor vollkommen egal ist. Bevor ich hier PvP mache, steige ich lieber ins CQC, also in die Arena ein. So. Sehr gut. Na? Mein Problem ist manchmal bei den Folgen. Eigentlich mache ich mir da immer zu viele Gedanken. Man kommt immer auf irgendein Thema. Hab das, glaube ich, schon mal angesprochen, dass ich manchmal, bevor ich so eine Folge starte, manchmal gar nicht mehr so richtig weiß, was soll ich denn noch erzählen. Aber es gibt immer irgendwas zu erzählen. Und ja, wieder mal gut die Zeit rumbekommen heute, ne? So, guck mal an. Ich werde bekloppt. Das ist ja hier Ostern. Weihnachten. Was denn noch? Noch irgendein jüdischer Feiertag zusammen. Wir sind an den... Oh, ich bin zu schnell. Ich muss drastisch abbremsen. Und der falsche Eintrittswinkel. Warte mal. La, 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 la. Klappt's? Reicht's? Jawohl! Gerade so. Denn wir haben den 6A Frameshift-Antrieb bekommen. Das ist aber noch nicht das, was ich meine, sondern wer es schon mitbekommen hat, wir landen tatsächlich komplett auf der Tagseite. Ich werd bekloppt. Das gab's lange nicht. Also diesen denkwürdigen Moment muss ich einfach festhalten. Oh, guck mal, da geht's in den Gleitmodus über. Man sieht's an den... Ja. Sieht auch ganz geil aus, der Gleitmodus. So. Frau Fass hier. Dann überreiche ich dir mal meine neue Anaconda. Unsere neue Anaconda. Ja, bremse mal noch ein bisschen ab. Nicht, dass ich ihr den Turm dort wegsäbel. Den davon meine ich. Landeplatz 3. Dort. Also ich finde die... Also ich finde die Stimmen ganz geil, immer von den Ingenieuren oder von den Sprechern der Ingenieurbasen. Aber das klingt manchmal so ein bisschen, als ob die erkältet wären. So, da ist Landeplatz 3. Landen wir mal fix. Da rechts der Schatten. Und ich finde, solche Gesteine, die hier rumliegen, die sieht man nur bei den Ingenieurbasen, weil die da halt speziell so ein bisschen ausgearbeitet sind, die Gegenden hier ringsrum.
die können die von mir aus random auch noch auf den Planeten verteilen. Das fände ich ganz geil. Sehr schön. Hallo, Frau Fasia. Ach ja, die Antriebe könnten wir auch pimpen. So, kriegen wir den FSA? Ich glaube, schnellere, erhöhte FSA-Reichweite. Was fehlen mit den chemischen Manipulatoren? FSA-Datencatch-Ausnahmen. Nein! Gut, ich weiß, was ich diese Nacht noch mache. Arsen, okay, da kommen wir irgendwie ran. Chemische Manipulatoren kriegen wir auch. Da fliege ich zu Death's Hope und hol die mir dort. Ich kann ja keine Transportschiffe wegballern. Ich habe gar nicht die Möglichkeiten hier dazu. Na gut, aber... Ach gut, für die Vierer-Reichweite reicht es auf alle Fälle schon mal. Da können wir ruhig mal ein bisschen durch die Gegend optimieren. Ja, das ist natürlich, nicht schlecht. Das können wir schon mal nehmen. Sehr gut, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Der Oberflächenscanner... Weitwinkel, Schnellscanner Rang 3. Ach du Scheiße. Offene, symmetrische Schlüssel. Jetzt fehlt mir das dort rechts wieder. Von Datenpunkt, von Siedlungen. Och nee, ist wieder so eine Kacke, die ich scannen muss. Na gut, müsste ich mal gucken, ob wir da rankommen. Schnellscanner 2. Bis 50% schon. Das sind Prozentangaben hier oben. Denn der Dreier kann bis 60%. Der 4er bis 70% und der 5er, das 5er Upgrade bis 80%. Aber 50%, das ist nicht schlecht. Das können wir ruhig schon mal machen. Da können wir das schon mal testen. Vielleicht kriegen wir es ja. Nee, komm. Nee. Frau Fasia, komm. Hier, noch ein extra Scheinchen. Ich muss gleich eins annehmen. Ich habe nicht mehr so viele fehlerhafte Fokuskristalle. Ja, komm. Denn auch für das Dreier-Upgrade brauchen wir die fehlerhaften Fokuskristalle. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht alle verwenden. Aber was kam jetzt hier irgendwie 45-48% raus? Super. Die Sensoren, ja, die höchstens halt auf leichter Scanner. Das könnten wir sogar machen. Geborgene Legierung. Da wird aber nicht so viel rauskommen. Mal gucken, wir springen jetzt schon knapp 51 Lichtjahre. Das ist ja super. Mal gucken. 51,14. Oh, da kam doch mehr raus. Fuck. Was? Doch so viel? Ich gehe kaputt. Huh. Das, Vielleicht haben wir nochmal Glück. Oh, nochmal 11% weniger. Ey, krass. Ich wusste, dass die schwer sind bei der Anaconda, aber ich hab mir. Dann habe ich bei Coriolis was Verkehrtes eingetragen, weil mir das dort halt. Ich hatte erwähnt, das macht bloß 0, irgendwas aus. Okay, dann hatte ich da vielleicht einfach einen Kommafehler. Huch. Tja, das. Ich gehe kaputt, ey. Alter. Da haben wir jetzt schon eine sehr, sehr gute Reichweite, die ich so gar nicht gedacht hätte. Und wir können noch mal ein bisschen, können noch mal 8% rausholen. Den Bauplan, den pinne ich mir natürlich mal. Wir konnten noch hier, wir konnten noch zweimal, können wir noch probieren. Geborgene Legierung, auch die finden wir bei Death's Hope. Da kann ich noch mal ein paar mitnehmen. 50 mal Mangan, ey. Wir können auch 5% rausholen, ne? Ah. Oh, ja. So einen Wurf wünsche ich mir dann auch noch für die FSA-Reichweite. Alter, nochmal 8% oder was? So, 54,52. 54,74, gut. Aber trotzdem, Alter. Ich freue mich dann erst ab, echt ohne Scheiß. Das ist geil. Schweinchen Glück mal wieder unterwegs heute. Sehr gut. Immer nochmal gucken, ob das auch hier alles gepinnt ist. Ja, die Sogwolken, da müsste ich mir mal...
Müssten wir uns mal in Sogwolkenscanner einbauen. Arsen. Gut, das Arsen besorge ich mir. Das kriegen wir. Was war es denn noch? Wir hatten doch... Genau, der Oberflächenscanner, der brauchte offene symmetrische Schlüssel. Da muss ich mir mal so ein Bild von machen. Ja, fünf dürften reichen. Na gut. Also, wir brauchen Arsen noch ein bisschen. Chemische Manipulatoren, wie gesagt, die würde ich direkt bei Devs Hope holen. Und FSA Datencatch-Ausnahmen, da müsste ich mir nochmal einen Sog. Ja. Oder? Warte mal. Ja, doch. So, genau, ich wollte gerade kopftechnisch schon wieder weiter einen Sogwolkenscanner einbauen. Gut, dann war es das von heute mal wieder. Für heute von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir richten das Schiff in den nächsten 2 Tagen noch ein bisschen mehr her. In den nächsten 2, 3, 4 Tagen. Und dann Ende der Woche, spätestens zum Wochenende hin, will ich mit der hier los und abhauen und wieder raus in die Weiten des Alls. Und dann auch andere Winkel noch erforschen, besuchen und auf, ja, einfach schöne Sachen hoffen. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg, aber den packen wir noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.